Freiheitsstrafe per Post? Ernsthaft? Gibt's das? Hallo und herzlich willkommen, liebe Betriebsratsmitglieder, liebe Arbeitnehmer, lieber Christoph Gussenstetter aus Bonn, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja, gibt's das? Ja, du hast den Strafbefehl sicher im Kopf, lieber Niklas. Du machst ja auch so viel Strafrecht, ne? Ja, nicht nur Arbeitsrecht, sondern und Sozialrecht. Du bist ja quasi ein Tausendsasser hier, ein Dank. Hans Dampf in allen Gassen, wie man bei uns sagen und würde. Und es ist wenig bekannt und das lernen die Teilnehmer deswegen auch nicht auf unseren Seminaren oder Webinaren, dass es, du hast es erwähnt, nicht nur Urteile gibt, sondern es gibt auch rechtskräftige Verurteilung ohne eine mündliche Hauptverhandlung im sogenannten Strafbefehlsverfahren. Dann flattert dir wirklich so eine Art blauer Brief so ins Haus. Du solltest da auch wirklich deine Post öffnen. Blauer Brief ist noch fast euphemistisch formuliert. Denn da kann sogar eine Freiheitsstrafe drinstehen. Betriebsrat heute, der Podcast der BAF. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Bis zu einem Jahr auf Bewährung, wenn du einen Verteidiger hast, der dich in diesem Zeitpunkt vertritt. Und ich habe, halt dich fest, ich habe nur 2 Wochen, bitte 14 Kalendertage Zeit, um Einspruch, wie es heißt, einzulegen gegen diese Verurteilung. Sonst gilt das. Und es ist so eine Art Armenrecht, sagen die Verteidiger, weil das trifft die ganz Armen und die ganz Reichen. Also hier im Bereich der Wirtschaftskriminalität und bei den Schwarzfahrern vor allem. Da gibt es Strafbefehle. Ja, das ist das Problem, was da stichst du tatsächlich wirklich was an, was meiner Meinung nach, das kann man auch gar nicht hoch genug an Fahnenmast hängen und das Thema wirklich auch publik machen. Niemand das, weiß es. Das große Problem, was ich sehe, ist vor allen Dingen die, ich sag mal, die arme Tropfe, die es trifft. Ja. Gut, wir reden hier über Strafrecht, also meistens hat sich da jemand was zu Schulden kommen lassen, aber wenn es so, wie du gerade sagst, eigentlich so, ja, ich will jetzt nicht sagen Lappalien und so, es ist schon irgendwie, man hat gegen Recht verstoßen und da kommt irgendwann... Ist noch nicht mal nachgewiesen übrigens. Ja, ich weiß, das ist genau das Problem. Es hat keine Hauptverhandlung gegeben, derjenige hat vielleicht die ganze Zeit auf toten Hasen gemacht. Zeugen werden nicht gehört. Und was ich vor allen Dingen im Kopf habe und da bin ich immer so sehr betrübt, wenn ich solche Fälle höre, das sind oftmals Menschen, die haben, ich will jetzt nicht sagen mit dem Leben abgeschlossen, aber die haben mit so ein bisschen dem sozialen Leben abgeschlossen. Wir kennen diese Einspieler, diese Filme, beziehungsweise meistens auf gewissen Kanälen werden solche Verhältnisse dann ja auch gerne gezeigt und vermarktet, was ich auch ein bisschen problematisch oder sehr problematisch eigentlich finde. So das finde ich ganz geschmacklos teilweise. Aber dann geht die Tür kaum auf, weil so viel Post eben sich vor der Tür stapelt und da will ich eigentlich darauf hinaus, dass die also gar nicht mehr ihre Post aufmachen. Das gilt für Mahnungen, das gilt für irgendwelche Vollstreckungsbescheide, das stapelt sich alles und wenn dann da jetzt darunter so ein Strafbefehl ist. Eine strafgerichtliche Verurteilung, Und also Freiheitsstrafe per Post, das muss man sich mal überlegen. Das gibt es tatsächlich. Christoph, du bist Arbeitsrechtler und du bist mit allen arbeitsrechtlichen Wassern gewaschen. Du hast hinter jedem Busch schon gesessen, du hast die Arbeitgeberseite vertreten, du warst die Arbeitgeberseite, du vertrittst heute aber auch bist wieder gut drauf, mein Lieber. Arbeitnehmer und Betriebsräte, du hast es einfach drauf. Und deswegen musst du mir als Arbeitsrechtler jetzt bitte, mir dem Strafrechtler erläutern, ich habe jetzt so einen Strafbefehl bekommen. Also jetzt wollen wir es mal etwas entdramatisieren. Also nicht mit einer Freiheitsstrafe, aber eine hohe Geldstrafe. Und ich habe jetzt möglicherweise, weil ich die Post nicht mehr öffne, was wirklich häufig ist, die Frist verpennt. Zum Einlegen des Einspruchs verpennt. Muss ich denn jetzt, ich weiß nicht, meinem Arbeitgeber von dieser Verurteilung berichten? Gibt es da eine Offenbarungspflicht? Dürfte der fragen? Oder geht Ihnen das alles gar nichts an, weil es hier um außerdienstliches Verhalten geht? Es tut mir total leid, dass ich jetzt wieder diese typische Antwort geben muss. Da kommt es wieder drauf an, doch leider schon. Sag mir erst, welches Webinar oder Seminar ich bei dir besuchen muss. Was wir natürlich, wo wir über dieses Thema grundsätzlich so was Vorstrafen anbelangt, Fragerecht des Arbeitgebers, was darf der Arbeitgeber? Also Schwerbehinderung, was muss ich offenbaren oder wo habe ich dieses Recht zur Lüge? Ja, das ist ja das, was die Rechtsprechung dann draus gemacht hat. Notwehr ähnlich. Ja, genau. Und grundsätzlich sagt man bei Vorstrafen, wenn sie keinen Bezug haben zur konkreten Tätigkeit, in der ich beschäftigt werden soll, dann brauche ich hier nicht die Hosen runterzulassen. Das ist so der Grundsatz. Also Beispiel. Ich habe mir was gefangen als junger, heranwachsender Mensch, aber gehen wir jetzt nicht ins Jugendstrafrecht bis 21, sondern gehen wir mal bis, ins Erwachsenenstrafrecht, darüber, also wenn ich älter bin als das, aber ich habe trotzdem eine Blödheit gemacht in jungen Jahren.
Und ich habe teilweise, ja, sagen wir mal, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Ja? Ja. Also ich bin besoffen irgendwo in reingefahren, genau, und dann sind sie mir auf die Schliche gekommen. Und das ist ein Vermögensgefährdungsdelikt. Das wissen viele gar nicht. Ne? Also ich will es jetzt nicht zu strafrechtlich werden lassen, ja? Aber das ist ein Vermögensgefährdungsdelikt. Wenn ich jetzt also bei einer Bank oder bei einer Sparkasse beispielsweise anfange zu arbeiten, da sagen viele, was hat denn diese Unfallflucht, also dieses unerlaubte Entfernen vom Unfallort, hier mit meiner konkreten Tätigkeit an der Kasse zu tun? Ja, ja, weil ich gerade gesagt habe, diese Unfallflucht, wie sie Land auf Land ab, ja, genannt wird im Volksmund, das ist eben genau ein Delikt, was ein Vermögen eines anderen ja eben hier schädigt, gefährdet, und zwar konkret. Und deswegen sagt man hier, da müsste ich zum Beispiel offenbaren. Wenn ich jetzt aber sagen wir mal, als im Supermarkt als Dosensortierer arbeite, ja, nicht auch direkt mit der Kasse in Berührung komme, dann wäre eben diese Vorstrafe nicht. Okay. Ihr merkt schon, okay. Ne? Es ist überhaupt nicht trivial. Es kommt also tatsächlich immer auf die Vorstrafe, die Art der Vorstrafe an und dann insbesondere die Art der Tätigkeit. Ja. Jetzt bei dem Fall ist es ja so, da habe ich ja schon während des laufenden Arbeitsverhältnisses, habe ich mir was gefangen. Genau. Jetzt stell mal vor, ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich bin hier so, was weiß ich, Geldfahrer, Geldkutscher. Ja. So, und jetzt werde ich auf einmal wegen Betruges bei eBay Kleinanzeigen verurteilt und fange mir 80 Tagessätze. Bin ich dann vorbestraft offiziell oder nicht? Dann noch nicht. Ne? Wo ist die Grenze bei? Die 90 sollten nicht erreicht werden. 90, ne? So, ab da gelte ich also sogar offiziell als vorbestraft. Das kommt dann auch ins polizeiliche Führungszeugnis rein. Das wissen auch viele nicht, ne? Aber bei dem wäre es jetzt so, weil der eben diese hohe Verantwortung hat, ja, und da gibt, ne, deswegen, der Arbeitnehmer muss sich hier dann offenbaren in dem Fall, weil der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse daran hat, auch im Hinblick auf seine Kundenverhältnisse, dass hier nicht irgendwelche vorbestraften Leute, und auch wenn sie nicht offiziell als vorbestraft gelten, aber dann können auch schon solche Tagessatzstrafen unter 90 Tagen relevant werden. Also du siehst. Und sonst nicht, sagst du aber, ne? Es kommt also drauf an, genau. Wenn ich aber keinen konkreten Bezug habe, dann nicht. Es sei denn, und jetzt kommt wieder diese arbeitsrechtliche Komponente zum Tragen. Stichwort personenbedingte Kündigung, wenn eben eine besondere Eignung oder sagen wir mal eine bestimmte Charakterfestigkeit zwingend erforderlich ist, dass ich überhaupt diesen Job ausüben kann. Wobei Charakterfestigkeit natürlich ein schillernder Begriff ist. Das ist natürlich ein auslegbarer Begriff. Ja, aber ich bin der Auffassung, so mein Charakter ist einfach also makellos. Aber schaue ich mir den Kollegen an. Ne? Aber mein Kollege Christoph, da kann man dann doch drüber diskutieren. Nicht? Das heißt, das kann nicht meine Perspektive sein, die hier zählt. Es kann auch nicht allein die Arbeitgeberperspektive hier maßgeblich sein. Und du sagst, so allgemein Fragen im bestehenden Arbeitsverhältnis, Kinder seid ihr vorbestraft, das geht im Grundsatz nicht. Und wenn der Arbeitgeber es doch macht, darf ich lügen, sagst du. Das ist das Recht zur Lüge genauso. Ne? Sind sie schwanger? Ja. Nein, also da darf ich lügen. Ne? Ich bin im sechsten Monat schwanger, ist Laktoseintoleranz. Was ist, wenn ich jetzt, also vergessen wir kurz den Strafbefehl, was ist, wenn ich jetzt einfahre, ja, U-Haft oder gar wirklich eine Freiheitsstrafe antreten muss, dann bin ich ja schlicht nicht mehr da. Ja, dann mündet es genau in diese Problematik, die ich gerade angedacht hatte, mit der personenbedingten Kündigung, weil dann liegt ja der Grund, dass das Arbeitsverhältnis hier tatsächlich jetzt in eine Störung reinläuft, ne, weil einfach die Arbeitsleistung nicht erbracht werden kann, in der Verantwortung, in der Sphäre des Arbeitnehmers. Und da kommt klassischerweise dann diese personenbedingte Kündigung dann jetzt hier zum Fliegen. Das heißt, es gibt gar keinen Vorwurf, sondern man sagt, du bist als Person schlicht nicht mehr geeignet, hier deinen Job auszuüben. Ja. Das hängt dann vielleicht mit der Vollstreckung dieser Freiheitsstrafe zusammen. Genau. Deswegen darf ich dann auch kündigen. Der Arbeitgeber dürfte dann eben halt zur personenbedingten Kündigung greifen. Ja. Andere Beispiele, die wir auch vielleicht schon kennen und mal gehört oder schon behandelt haben, auch hier an der Stelle, wenn der LKW-Fahrer, der Berufskraftfahrer seinen Führerschein verliert, dann wäre ja auch das die Eignung fehlt ihm jetzt überhaupt, diesen Job ausüben zu können. Aber Christoph, das ist hier bei der Vorstrafe genau das Gleiche. Ich habe dich ja vorgestellt als Top-Arbeitsrechtler, ne, der du bist. Und du musst diesem Ruf jetzt aber auch gerecht werden, ja? Also ich mache ja Strafrecht und jetzt will ich dich hier mal verleiten zu einem strategisch schwierigen, möglicherweise ethisch nicht ganz sauberen Vorgehen. Also du sagst, es könnte eine Offenbarungspflicht geben und ich stimme dazu. Mhm. Bloß lass uns doch mal schmutzig denken. Mhm. Was, wenn es diese Dirty Offenbarungspflicht gibt, und du dich schlicht als Arbeitnehmer nicht dran hältst? Könnte es nicht doch eine kluge Strategie sein, jetzt so aus rein anwaltlicher Sicht, einer solchen bestehenden Offenbarungspflicht nicht nachzukommen? Denn ich darf jetzt mal so ein bisschen keck sagen, was genau riskiert der Arbeitnehmer? Mhm. Er riskiert die Kündigung, die er ohne dies bekäme, wenn er sich an deinen Rat jetzt halten würde. Also würdest du mir da folgen oder ist dir das zu strafrechtlich, wenn ich hier sagte,
schweig trotzdem. Nein, also wie gesagt, gerade das war ja eher die Theorie und jetzt lassen wir mal in die Praxis gehen. Genau. Ne? Also, was rätst du dann als Anwalt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich hab mir das und das gefangen? Wir sind bitte nicht im Verbrechensbereich unterwegs, sind einverstanden. Ne? Also, Verbrechen ist, wenn ich mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe oder die Tat mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht ist, so oder nach Gesetz. Da würde ich mir tatsächlich genau den Sachverhalt anschauen, aber in der anwaltlichen Beratung musst du natürlich darauf hinweisen, eben was die Konsequenzen wären, wenn eben der Arbeitgeber dir dann tatsächlich auf die Schliche kommt. Mhm. Und dann ist es natürlich Zero Tolerance. Und da kommt es auch mal ein bisschen drauf an, wie wir gerade auch schon festgestellt haben, das meiste ist ja auslegungsbedürftig. Man kann es so sehen, man kann es so sehen. Mhm. Man kennt ja meistens auch schon so seinen Arbeitgeber. Ja. Wenn es also jetzt etwas ist, wo ich sage, streng genommen müsstest du das jetzt offenbaren, aber was der Arbeitgeber nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Mhm. Das ist natürlich ein Grundsatz, den bringst du auch auf der Tonspur. Ja. Aber wir sind ja als Anwälte auch, Achtung, ich weiß, viele wollen das so nicht wahrhaben und vergessen das auch direkt wieder irgendwie nach dem zweiten Staatsexamen, Organ der Rechtspflege. Also wir sind ja schon auch irgendwie, wir dürfen jetzt hier nicht komplett irgendwie das versuchen irgendwie zu verbiegen. Ja? Wir sind, aber hier geht natürlich das Mandanteninteresse vor, im arbeitsrechtlichen Mandat bitte, ja, und nicht falsch verstehen. Ja. Und da will ich natürlich auch schauen, dass ich alles so gut wie möglich hinbiege für meine Mandantin, für meinen Mandanten. Absolut. Und sage, du, dafür gibt's mich. Also, wir gucken, es kann gut gehen, hoffen wir das Beste, dass der Arbeitgeber dir A nicht auf die Schliche kommt. Wenn er dir aber auf die Schliche kommen sollte, dann muss ich dich darauf hinweisen, dann tut es mir leid, dann droht dir tatsächlich der Hammer und dass dann wirklich dann die Kündigung kommt. Ne? Christoph, ich habe eine letzte Frage an dich in diesem Leben. Wir vertreten beide Betriebsräte. Jetzt muss ja ein Betriebsrat vor Ausspruch einer Kündigung angehört worden sein. Ist das eine kluge Idee? Da gehen so die Meinungen unter den Anwälten immer regelmäßig auseinander. Ist das eine kluge Idee, in einem Widerspruch gegen eine beabsichtigte Arbeitgeberkündigung hinzuweisen auf irgendwelche entlastenden Momente, die der Arbeitgeber vielleicht übersehen hat? Also Beispiel, der Arbeitnehmer hat einen Kollegen beleidigt, das ist nicht okay, das könnte auch irgendwann mal kündigungsrelevant werden. Ja. Er hat sich aber entschuldigt. Das also hat Reue gezeigt. Reue gezeigt oder er ist vielleicht vorher selbst beleidigt worden oder denkt dir selbst was aus, ja? Ja, oder er hat irgendwie ihm die Freundin ausgespannt oder. Ne? Das ist ja. Gibt im Strafrecht dann auch mildernde Umstände. Gibt sowas auch im Arbeitsrecht? Ich glaube, darauf willst du hinaus. Sozusagen, nicht? Und der Arbeitgeber muss doch in jedem Falle im Anhörungsverfahren alles vortragen, auch das, was den Arbeitnehmer in der konkreten Situation entlasten könnte. Wovon der Arbeitgeber Kenntnis hat. Und wenn er davon keine Kenntnis hat, können wir das dann nicht, wäre das nicht klug? Unbedingt. Das in den, reinzuschreiben? Unbedingt. Auch hier bitte, da geht jetzt der Hinweis raus an die Kolleginnen und Kollegen, die hier im Ehrenamt unterwegs sind, die sowas vielleicht im Personalausschuss oder wenn es kleinere Gremien sind, macht das ja meistens dann der Betriebsrat selber. Ja. Diese Anhörungsverfahren nach 102. Und dann kommt oftmals die Frage auf, dann auch in den Seminaren, in Webinaren, was soll man denn jetzt machen? Der Arbeitgeber, Stichwort Änderungskündigung ist hier, ne? Also hier Arbeitsrecht Teil 3. Ja. Da sprechen wir auch über die Änderungskündigung, auch im Betriebsverfassungsrecht Teil 2. Der Arbeitgeber hat uns die Anhörung vorgelegt, hat den Sachverhalt ausermittelt, der sagt, der Kurt war's, der hat die Zigarettenstangen geklaut. Und dann sage ich, Freunde, jetzt habt ihr eine Anhörung, Zeit läuft, außerordentliche, fristlose Kündigung, 3 Tage habt ihr Zeit. Mhm. Habt ihr denn mit dem Kurt schon gesprochen? Da sagen, guck nämlich an, als hätte ich grüne Antennen am Kopf. Das dürfen wir doch gar nicht, der Arbeitgeber verbietet uns, mit dem Kurt zu sprechen. Achtung Leute, das Gesetz will von euch, verlangt von euch, dass ihr mit dem Kurt sprecht. Das ist eure Pflicht, da nochmal wirklich die andere Seite zu hören. Und jetzt, Achtung, wenn dann rauskommt, der Kurt weiß ganz genau, wer die Zigarettenstangen klaut. Der hat es euch auch gesagt, aber er war es nicht. Was macht ihr? Ihr sagt dem Arbeitgeber, ey, du solltest vielleicht nochmal überlegen, den Sachverhalt weiter auszuermitteln. Da bist du nämlich schiefgewickelt. Und dann ist nämlich genau das sage ich dann den Betriebsräten als Anwalt, aus anwaltlicher Sicht, aus anwaltlicher Perspektive, dann würde ich dem Arbeitgeber einen Hinweis geben und sagen, jetzt hast du 2 Möglichkeiten, Kollege. Entweder du gehst vors Arbeitsgericht und landest so dermaßen auf dem Bauch, weil spätestens dann im Kündigungsschutzprozess wird erwiesen werden, dass deine Änderungskündigung total Quatsch ist, weil er war es nicht. Oder, und wir sagen dir natürlich jetzt nicht als Betriebsrat, wir wissen, wer es ist, aber wir sagen es dir nicht. Also wir liefern den jetzt nicht zum Schafott, denjenigen, der verantwortlich ist. Um Gottes Willen. Aber Tor Nummer 2, lieber Arbeitgeber, du ziehst zurück, du ermittelst nochmal, weil auch hier sind viele. Nächste Frage ist ja, wie lange hat der Arbeitgeber überhaupt Zeit? Er hat ja 2 Wochen Zeit, eine
außerordentliche Kündigung ausgesprochen, ab Kenntnis. Also ja, er kann ja nochmal neu ermitteln und kommt dann zu einem anderen Ergebnis. Er vertut sich ja nichts. Und da seid ihr als Betriebsräte gefragt, hier tatsächlich, sagen wir mal, das ist so spannend, die Karre wieder aus dem Graben zu ziehen. Ich habe gesagt, ich hätte eine letzte Frage an dich. Das war gelogen. Mir fällt noch eine. Du kannst noch nicht weggehen hier. Ja, hast du noch, dann musst du mal was hier ins Schweintal reinschmeißen. Ja, deine Stundensätze kann ich mir nicht leisten. Ja? Aber eine Frage habe ich noch. Heute Morgen, 6.30 Uhr, eine aus anwaltlicher Sicht unchristlich frühe Zeit. Da hast du doch noch geschlafen. Da bekomme ich eine Mandantenanfrage via E-Mail. 6 Uhr, okay. Habe sie erst später gelesen. Haben wir gerade sagen, um 10:30 aufgemacht. Ne? Und das wirst du auch sehr häufig haben. Da sagt ein Betriebsratsvorsitzender, Niklas, du sagst doch immer, wir sollen nach Möglichkeit einer jeden Kündigung widersprechen, wenn wir dafür Gründe haben. Jetzt wollen wir es machen. Wir wollen es machen. Aber kannst du als Anwalt, der immer gewinnt, nicht mal da vorher reinschauen? Also auf gut Deutsch. In den Widerspruch. Ja, schreibst du uns das Teil. Kannst du jetzt mal sagen, damit ich das nicht immer sagen muss? Ich will hier nicht immer der Bad Boy sein. Ist das eine anwaltliche Aufgabe? Den Widerspruch für den Betriebsrat zu formulieren. Eine anwaltliche Aufgabe. Kann der Betriebsrat dafür eigentlich anwaltlichen Sachverstand in Anspruch nehmen? Ist das eine anwaltliche Aufgabe oder muss er das, verdammt nochmal, natürlich helfen wir alle, aber muss er das selbst nach Besuch unserer Seminare machen? Naja, deswegen macht ja der Betriebsrat diese Schulung. Also da kann ich den Arbeitgeber auch tatsächlich ausnahmsweise mal verstehen, wenn er hier den Betriebsrat so ein bisschen an die kurze Leine nimmt und sagt, nee, also Freunde, ich habe jetzt hier tatsächlich diese super tollen Seminare, Webinare finanziert. Ihr fahrt ja dahin, um nicht irgendwie hier Tralafitti zu machen, hier auf dem Staffelschiff da irgendwie da über die Spree oder die Elbe zu schießen, sondern ihr sollt auch ein bisschen was mitnehmen. Irgendwo sind auch Grenzen, aber Achtung, wenn es wirklich ein extrem diffiziler Fall ist, beispielsweise diese Änderungskündigung, da kann ich schon, beispielsweise wenn ich ein laufendes Mandat beispielsweise habe, jetzt mit einem Kollegen oder einer Kollegin, kann ich schon mal fragen, ist das so in Ordnung? Oder wir hätten da mal eine Frage dazu. Alle, ne? Aber grundsätzlich sollen ja diese Schulungen hier Mitglieder des Betriebsrats dazu ermächtigen, hier ihr auch wirklich Ehrenamt gut auszuüben und da bin ich bei dir. Ich kann dir nicht genug zustimmen. Mit dem Widerspruch, das ist, wird es eine originäre Betriebsratsaufgabe, wie du richtig sagst, natürlich kann man sich da ein bisschen unterstützen lassen, aber ein Betriebsrat, der keinen Widerspruch zu schreiben vermag. Der muss geschult werden. Der ist überhaupt kein Betriebsrat. Und umgekehrt, wer es hinkriegt, als Betriebsrat einen schönen Widerspruch abzufassen, natürlich mit Beschlussfassung und allem, der ist ein guter Betriebsrat. Absolut, ne? Absolut. Und vielleicht an der Stelle nochmal der kurze Hinweis. Ich ziehe dann den Betriebsrätinnen und Räten, also den Mitgliedern, meistens den Vorsitzenden, ich ziehe denen ja auch immer, ähnlich wie du, die Ohren lang, wenn ich dann dieses höre, wir haben es aus der Frist laufen lassen, wir wollten hier nichts dazu sagen. Weil, Freunde, an der Stelle nochmal der klare Hinweis, wenn ihr nichts macht, wenn ihr auf toten Hasen macht, dann wird das, so steht es im Gesetz drin, im 102, Achtung, das gilt als Zustimmung. Und wir hier, wie wir hier sitzen, wir beiden, wir müssen uns dann vorm Arbeitsgericht 6 Beine ausreißen, um das Gericht davon zu überzeugen, nö, der Betriebsrat wollte gar nicht zustimmen. Ja, aber er hat es aus der Frist laufen lassen, das ist ja wie eine Zustimmung. Ja, weil die das nicht wussten, ne? Wer schweigt, scheint zustimmen, sagt der Arbeitgeber, wieso? Die haben doch 34 Seminare besucht in den letzten 2 Jahren. Ja. Ne? Wieso wissen die das nicht? Aber Christoph, jetzt bist du sehr streng mit den Betriebsräten, weil, weißt du, so aus dem sozialen Leben. Ne? Du bist hier der Womanizer unter den Anwälten, du kennst das. Du fragst die Lisa, gehst du heute mit mir Rotwein trinken? Und sie schaut betreten unter den Tisch. Gisa, sag mal. Du hast sie noch nicht kennengelernt. Ne? Ah, okay. Dann, Lisa schaut unter den Tisch, nachdem du sie eingeladen hast zum Rotwein. Sie schweigt betreten und da kannst du nicht sagen, das läuft gut. Ich glaube, das war Schweigen ist eigentlich nur Schweigen, außer Betriebsverfassungsrecht. Wir haben sowas im Handelsrecht, Kaufmann und hier eben im Betriebsverfassungsrecht. Deswegen, wirklich, euch bricht doch kein Zacken aus der Krone. Ja. Wenn ihr als Betriebsrat davon überzeugt seid, dass das hier, dass man hier etwas tun sollte zugunsten der Kollegin des Kollegen, dann verdammt nochmal, dann formuliert einen ordentlichen Widerspruch und da helft ihr uns auch, weil, Niklas, du wirst mir zustimmen, wir können unsere Strategie dann wunderbar aufpfropfen auf den Widerspruch des Betriebsrats. Ja. Das geht dann Hand in Hand vors Arbeitsgericht und in der Kündigungsschutzklage haben wir eine wunderbar abgestimmte Strategie und aus der Nummer kommt der Arbeitgeber in der Regel ganz, ganz schlecht raus. So viel Spaß gemacht wieder mit dir, Christoph. Ich merke dir aber an, dass du jetzt dieses Podcast-Studio sofort augenblicklich verlassen willst, um herauszufinden, wer Lisa ist. Und da möchte ich dich nicht zurückhalten. Ich habe Angst vor Gisa, ehrlich gesagt, lieber Niklas. Aber das klären wir dann nochmal. Hat Spaß gemacht. Mach's gut, mein Lieber.